Willkommen zu Part 30 von Mario Kart Wii Online. Haha, 30, juhu. Wieder oder immer noch mit. Ach man, ich verkacke den Start in letzter Zeit wieder. Und, ja. Ich würde sagen, mit Waluigi mal wieder und immer noch, sag ich mal. Mann, ich kann echt nicht reden gerade. Und dem Bowser-Bike. So, jetzt bin ich endlich vollendet hier mit dem Satz. Und ich bin verwirrt. So. Luigi's Piste ist das ja. Oh, das ist eine kurze Strecke, deswegen lohnt es sich gar nicht, irgendwas hier anzufangen zu reden. Und ich werde rumgeschubst, obwohl ich riesig bin. Also ich bin fett und riesig. Und ja. Meine Nase läuft. Ach, scheiße. So. Oh, sorry, ich habe meine Nase hochgezogen. Ja, ich habe schon gehört, hier kann alles passieren. Und irgendwie sind voll die schlechten im Raum. Teilweise. Die können nicht fahren. Das finde ich gut, weil dann kriege ich vielleicht Punkte. Ja. So. Lol, ich war schneller als der Grüne. Fast hätte ich ihn eingeholt und fast wäre er nicht reingeflogen. Ach, Penner. Ich bin irgendwie heute an sich nicht gesprächig. Vielleicht sollte ich ein bisschen wacher werden. Es ist immer noch morgens und ich bin gerade aufgestanden, so gesehen, bevor ich die anderen Parts aufgenommen habe von vorhin. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Okay. Ist ein bisschen ungünstig, dass der C-Knopf direkt über dem Z-Knopf ist. Also beim Nunchuck. Also Z ist der Gegenstandsknopf und C ist der Rückblickknopf. Aber man hat das ja nicht wie eine Pistole sozusagen mit zwei Fingern, sondern man hat immer nur einen Finger drauf, zumindest ich. Und dann kann man nicht beides gleichzeitig drücken. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand hinter mir habe, dann kann ich nicht nach hinten gucken. Blätterwald, endlich! Ich wähle schon seit Ewigkeiten Blätterwald und es kam nie... Ups, es kam einfach nie dran. So. So, ja, geklappt. Ich weiß nicht, ist das schneller? Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach mal. So, auf jeden Fall sind hier diese Bußstreifen. Oh ja, 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 weiß ich nicht. Vielleicht mit Pilz eher, aber so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Shit. Okay, also. Ich wollte noch sagen, ich bin ja jetzt gerade relativ still, was mich stört, mich persönlich. Ach Mann. Mich stört das an sich, weil ich bin ja immer relativ still und nicht so, hey, nicht so emotional, nicht so emotionsvoll. Aber eigentlich ist es ganz lustig, mal so auszubrechen, ja, so ein bisschen rumzuschreien und so. Und es tut auch manchmal gut. Ja. Deswegen weiß ich noch nicht, also ich kann es ja mal versuchen, ein bisschen was rauszulassen, aber man soll es halt auch nicht spielen oder so, sondern es wirklich meinen, finde ich. Und es ist eigentlich schade, wenn mich Leute nicht mögen, weil ich zu still bin. Nein, keine Ahnung. Also es ist ja sowieso so, dass YouTuber an sich so eine Art Image oder so aufbauen, also im Laufe der Zeit. Was heißt Image? Den hole ich mir. Nein! Oh, der ist verschwunden! Scheiße. Oder hat er ihn? Hä? Ah. Oh, scheiße. Penner. Er hat das noch gesehen. Was ist das denn? Ach. Na, jedenfalls, also wenn man so sich erfolgreichere YouTube... Oh, jetzt gucke ich nach hinten. erfolgreichere oder schon bekanntere... Oh, scheiße. YouTuber anguckt. Die haben so gesehen schon irgendwie ihr eigenes Ich, beziehungsweise die sind alle halt, die haben alle eine andere Persönlichkeit, was logisch ist, weil es alles unterschiedliche Menschen sind. Aber die lassen das halt auch, oh, jetzt hätte ich den Shortcut nehmen können. Die haben halt alle was Besonderes an sich, weil, also man kann das schon so sagen, weil die meisten, die mit Let's Play anfangen, die sind vielleicht noch nicht so, also dazu zähle ich mich übrigens auch. Yeah, die sind halt noch nicht so, sind noch nicht so bewandert darin, sich halt
so ein bisschen, also was heißt zu präsentieren, aber doch, das kommt irgendwie schon hin. Also sich zu präsentieren und man traut sich vielleicht noch nicht ganz so viel zu reden oder so und irgendwann kommt man wahrscheinlich so ein bisschen raus aus dem, was halt, also vielleicht schüchtern sein sozusagen. Also man wird halt, man kriegt ein eigenes YouTube-Ich, weil man sich das plötzlich traut oder inzwischen traut oder so, weil man halt schon ein bisschen mehr Zeit damit verbracht hat, Sachen zu machen auf YouTube. Und man, also man kann schon sagen, also wenn man sich so einen Neuanfänger anschaut, also richtige Neuanfänger, die vielleicht 1-2 Videos haben oder so, sieht man schon, dass die relativ still sind und vielleicht eine scheiß Qualität haben. Und ich finde auch, also wenn die Audioqualität plötzlich besser ist, dann ist die Stimme auch anders und man hört, also ist ja klar, aber ich meine nicht unbedingt besser im Sinne von der Qualität, sondern die hört sich halt anders an, von der Stimme her, sozusagen. Und naja, nächstes Rennen, dann reden wir weiter. Schon wieder eine Piste. Eine Marius Piste. Egal. Also, wir waren bei YouTubern und so. Also, wie gesagt, na, es ist ja logisch, dass man sich im Laufe der Zeit so, also, ich sag mal so, so metaphorisch gesehen, erst ist man eine Knospe und irgendwann blüht man halt auf. Und wenn man aufblüht, dann ist man halt natürlich, ja, also, es ist so schwierig zu erklären irgendwie. Also, nein, nein, nein. Schade. Hä? Wovon wurde der jetzt getroffen? Von den Panzern noch? Das wäre lustig. Ja. Ach, Manu. Nein. Oh, ey, hier geht's ja ab. Also. ja, das ist jetzt so scheiße. Ich hab mich ablenken lassen und es ist alles so durcheinander und. So. Also, am Anfang ist jeder irgendwie still und scheiße eigentlich. Man fragt sich, warum wird man eigentlich überhaupt abonniert, weil das ist halt, man bietet eigentlich kaum was und weiß ich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, also okay, das ist jetzt blöd zu erklären, aber ich kenne mich ja selber wohl am besten, beziehungsweise ich weiß, wer ich bin. Und ihr zum Beispiel wisst nicht, wer ich bin, weil ihr mich nicht persönlich kennt. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich mir jetzt meine Videos angucke, dann merke ich halt nichts. Ich weiß aber nicht, wie ihr das empfindet, so als Zuschauer, ob ihr wirklich irgendwas von meiner Persönlichkeit so richtig mitkriegt. Also ich weiß es eigentlich nicht, was ihr so mitkriegt oder was sich die Leute denken oder so und warum sie das gut finden, was ich mache. Da ist jetzt die Frage. Oh, schön. Oh, schön. Ach Mist, verdammt. Da ist jetzt die Frage, inwiefern. Boah, der hat mich gerettet. Boah. Alter, das läuft ja jetzt richtig geil. Oh, schütte. Oh. Geil. Erster Platz. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Aber es war so gerade. Das war gerade einfach cool. Ja, also ich weiß nicht, wie viel ihr von mir mitbekommt. Sozusagen. Also ich weiß schon, was ich halt sage und so, aber wie ihr mich empfindet, so persönlich, das ist natürlich was anderes. Und jedem das Seine sozusagen. Also jeder weiß nur selbst, was er von mir hält, weil ich kann euch das nicht wegnehmen oder sagen. Und ich hoffe, ich verliere den Faden nicht im nächsten Rennen. Der Faden ist, glaube ich, noch da. Ich wollte nur sagen, ich selber werde nie wissen, wie ich mich gebe. Also, na, das ist voll falsch. Wie ich mich halt präsentiere, beziehungsweise wie ich wahrgenommen werde, weil ich halt mich schon kenne, mich persönlich weiß, wer ich bin und warum ich bestimmte Sachen mache, aber die wissen halt andere nicht. Eventuell. Und deswegen empfinde ich das anders als ihr vielleicht, also wenn ich meine eigenen Videos gucke, was ja in gewisser Weise logisch ist, weil ich sie selber gemacht habe. Und das ist halt so eine Sache, dass ich halt auch teilweise gar nicht weiß. Scheiße, ich wusste es. Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch. Oh. Oh, oh, oh. War der, habt ihr gesehen, wo dieser eine gerade war auf der Minimap? Irgendwo am Arsch der Welt war der. Boah! Okay. Langsam finde ich das alles krass.
Mist. Okay, okay. Also das war lustig. Mist. Hui. Shit, boah, shit. Was war das denn? Ja, nee, ist klar. Was hab ich denn für Glück teilweise hier? Oder komische Sachen einfach. Ah, so. Also, was ich eigentlich so zusammenfassend, glaube ich, meinte, war, dass ich... Oh, shit. Dass ich einfach nicht weiß, ob ich gute Sachen mache oder nicht. Aber wenn man sich so Leute anguckt, die wirklich schon erfolgreich sind und so, dann merkt man halt, dass jeder seine eigene Persönlichkeit hat. Was ja auch logisch ist, weil jeder seine eigene Persönlichkeit hat. Aber niemand versucht, irgendwem nachzumachen, sondern hat einfach seinen eigenen Stil. Und das finde ich halt ganz cool. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Stil finde. Oder vielleicht habe ich ihn schon. Das weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn schon. Jeder hat seinen eigenen Stil in gewisser Weise, aber... es ist halt nochmal eine andere Sache, ob man sich teilweise ein bisschen versteckt, weil man halt sich noch nicht traut oder so. Oder dass man sich wirklich präsentiert, wie man wirklich ist teilweise und halt diesen Stil entwickelt oder ausprägt, sag ich mal. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Und ansonsten war es das für dieses Part. Entschuldigung, dass ich mich so oft ablenken gelassen habe, aber naja. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Part, wenn ihr Bock habt und tschüss.